Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein bisschen anderes Video. Wie ihr seht, bin ich heute nicht in meiner Werkstatt. Ich will euch heute erklären, wie ihr dieses neue Board, Gentry Squaring Board, benutzt, was es kann, was es macht, für was es da ist, was passiert, wenn ihr keins drin habt. Ja, natürlich ein bisschen übertrieben, aber genau. Um was geht's? Ganz grundsätzlich. Wenn ihr eine Fräsanlage betreibt, ähnlich meinen SEO-Geo-Fräsen, und das ist der Grund nämlich auch, warum ich das ganze Board gemacht habe, mir schwirrt das schon eine Weile im Kopf rum, und ihr habt zwei Antriebe, zum Beispiel in der Portalachse, wie es bei mir jetzt der Fall ist, dann habt ihr zum Beispiel, und ich bitte, das ist schon exemplarisch, das könnt genauso, er macht drei Boards, das im Prinzip nur drei Achsen hat, dann habt ihr in der Regel irgendwie so eine Dreiachssteuerung auf Astelcam, das ist das Original Astelcam Board. Haben mich Leute immer wieder angesprochen und sagen, hey, kann ich eine SEO-Geofräse mit einem Astelcam-Board betreiben? Grundsätzlich ja, aber das Problem ist, dass Astelcam oder auch Mach3 oder viele andere Steuerungen auch eben nur drei Anschlüsse für Schrittmotor-Endstufen dran haben. Das Problem ist, und da fangen wir ein bisschen vorne an, mal hier ganz grätzig sehen, das in dem Bild, so eine normale Portalfräse, die hat dann im Prinzip die zwei Antriebe. Ihr seht jetzt unten die Antriebe drin in dem Bild, beziehungsweise den Endschalter oder zwei Endschalter, je nachdem, wie es aufgebaut ist. Wenn jetzt da nachher kein grüner Kringel drumherum ist, dann heißt es entweder, der Motor nicht aktiv ist. Wenn der grüne Kringel ist, dann dreht er, und wenn der Endschalter grün umrandet ist, dann ist der Endschalter erreicht. Was passiert? Wie schließt man sowas normalerweise an? Man geht von seinem Board, also seinem Astelcam Board raus, der Steuerung, schließt dann im Prinzip dort parallel die Leitungen an und fährt dann auf seine Endstufen, und die laufen genau parallel zueinander. Das heißt, das Step-Signal geht raus und beide Endstufen erhalten das, die Endstufen laufen dementsprechend. Was hat das für einen Nachteil? Das ist jetzt ein bisschen übertriebenes Bild. Normalerweise, wenn die Mechanik gut ist, und bei der SEO-Geo passt es auch, es gibt auch viele andere, die da stabil genug sind, dann habt ihr euer Portal da stehen. Im besten Fall ist es im rechten Winkel, beide Achsen im rechten Winkel zueinander, und alles passt. Aber oft ist es eben nicht der Fall, oder man will eben nur eine Kleinigkeit nachjustieren. Dann braucht man eine Möglichkeit beim Homing, und das ist eben dieses Gantry Squaring, beide Motoren getrennt voneinander gegen den Anschlag fahren zu lassen. Aber zeige ich euch mal, wie das aussieht. Das ist natürlich jetzt ein übertriebenes Bild, was ihr hier seht. Gehen wir mal davon aus, euer Portal steht jetzt krumm. Das ist wirklich übertrieben, so viel ist es im Normalfall nicht. Und ihr würdet jetzt home. Das heißt, deswegen leuchten die Motoren jetzt auch grün. Steuerung sagt, lassen zu Homing machen, Richtung Endschalter fahren, beide Antriebe laufen. Und wenn man dann jetzt den Endschalter erreicht, der leuchtet jetzt grün, werden beide Motoren abgeschalten. Abgeschalten heißt eigentlich nur, sie bekommen keinen Schritt oder kein Richtungssignal. Und stehen dort im Haltestrom. Euer Portal bleibt aber weiterhin krumm. Und genau hier kommt mein Board. Ich bin von vielen Kunden angeschrieben worden oder angefragt worden oder potenziellen Kunden angefragt worden von Astelcam, für meine Fräse, die Astelcam gern benutzen würden. Und ich sagte jedes Mal, Leute, macht's nicht. Nehmt eine andere Steuerung. Ich finde Astelcam toll, selber toll. Ich habe es lang benutzt. Ich habe damit auch angefangen irgendwo, weil Steuerung dann doch so ein bisschen schwierigeres Thema war. Was nimmt man da? Cam ist alles neu dann. Und Astelcam hat aber auch noch viele andere Vorteile. Und da hatte ich also gesagt, nehmt es bitte nicht, weil euch fehlt Gentry Squaring. Was ist Gentry Squaring? Fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Gentry Squaring hat, damit es funktioniert, mal im ersten Schritt zwei Motoren und zwei getrennte Endschalter. Und es gibt den Master und den Slave-Teil. Bei mir, an meiner Master CNC, ist Y, immer schon lange, die lange Achse ist schon immer, das heißt, Y ist meine Masterachse. Das heißt, wenn ihr in eurem G-Code sagt, Y soll da und dahin fahren, dann macht es Y, und dann gibt es die Slave-Achse, das ist die B-Achse. Die ist digital verbunden, wenn man so sehen will, wie eure Parallelverkabelung, aber eben digital verbunden. Das heißt, wenn Y einen Schritt macht, dann muss den B auch machen. Man hat dann auch so Benefite, wenn man es über die Steuerung macht, dass man B sagen kann, lauf vorwärts oder rückwärts, falls jetzt wie bei mir bei Zahnrädern, die ja gegenläufig laufen müssen. Ja, nur mal so, so zum Ganzen, das passt ja. Was jetzt natürlich auch noch kommt, ist das, wir brauchen eben neben diesen zwei getrennt laufenden Motoren, Y und B, also Master und Slave, auch einen Master und Slave Endschalter. Und genau da kommt mein Board zum Einsatz.
Mein Board übernimmt diese Master-Slave-Funktion beim Homing. Wie sieht das aus? An das Board wird ein Taster und eine LED angeschlossen. Es gibt noch verschiedene Betriebsmodi, zwei Stück, die erkläre ich aber dann, wie sich die Steuerung verhält beim Aufstarten mein Board. Das heißt, einmal brennt die LED, dann seid ihr in diesem Homing-Betrieb, den wir gleich erklären, in dem Gantry-Scaring-Betrieb, und einmal brennt die LED nicht oder leuchtet die LED nicht. Dann sind wir in einem ganz normalen Betrieb. Was heißt ganz normaler Betrieb? Das Homing-Signal, also der Endschalter, falls der erreicht werden würde, im Normalfahren, weil ihr gegen Null fahrt, dann wird es im Prinzip nur durch mein Board durchgeschleift. Über Relais, galvanisch getrennt. Ich verändere das Signal auch nicht. Ihr benutzt euer Astelcam oder was auch immer, ganz normal. Lediglich, wenn die LED-Kontrolle brennt und ihr führt ein Homing durch, und da kommen wir jetzt genau zum nächsten Bild, dann fährt das Portal genauso nach oben oder nach vorne, je nachdem, Richtung Endschalter. Und wenn dann der erste Endschalter sein Ziel erreicht, müsst ihr sehen, dass der Endschalter leuchtet und der Motor aus ist, dann bleibt der stehen im Haltestrom, aber der zweite Motor fährt weiter. In der Steuerung, die Steuerung gibt hier 6 Sekunden Zeit, dass der zweite Endschalter erreicht wird. Wird er innerhalb der 6 Sekunden erreicht, dann gehen beide Motoren kurz aus. Während dieses Homing-Vorgangs unterbreche ich das Signal zur Steuerung. Die Steuerung kriegt das nicht mit. Die kriegt das erst mitgeteilt, wenn A, entweder die 6 Sekunden überschritten worden sind. Dann breche ich den Vorgang ab. Oder ihr beide Endschalter erreicht habt, dann schalte ich das Signal durch. Und gleichzeitig gebe ich wieder beide Motoren frei. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ich zeige es euch nachher hier in meiner Flashstation. Da zoome ich mal hin und da erkläre ich euch das genau. Und was wir dann erreicht haben, ist das, was wir hier sehen. Das heißt, der Endschalter ist erreicht, der zweite fährt hin und wir sind gehomed und haben das Portal ausgerichtet. Das ist eben, und das sieht jetzt einfacher aus oder klingt einfacher, wie es ist, aber das ist eben Gantry Scaring. Und ihr könnt jetzt anhand von euren Endschaltern einstellen, wo, wenn man das Portal so sieht, wenn ihr jetzt den Endschalter ein bisschen weiter hochdreht, steht das Portal so ein bisschen weiter so. Wenn ihr den jetzt rausdrehen würdet, steht das Portal so. Und das gilt aber für beide. Das heißt, ihr könnt ohne weiteres über die Endschalter jetzt, und dabei ist es egal, ob das ein mechanischer Endschalter ist oder ein induktiver oder ein kapazitiver, könnt ihr über die Endschalter, über den Abstand der Endschalter einstellen, wie euer Portal stehen bleibt und eben diese Rechtwinkligkeit herstellen. Ja, das mal zum Grundsätzlichen, das ist Gantry Scaring. Ich mache jetzt gleich aus, dann stelle ich die Kamera mal daher und ich zeige euch hier an meinem Board, wie das Ganze aussieht. Bis gleich. So, ich erkläre jetzt mal kurz den Aufbau. Das ist im Prinzip nur für mich, damit der Test im Prinzip läuft. Das Board ist jetzt nicht bestromt, das ist ein Testaufbau, das ist eigentlich meine Flashstation. Das Board wird erst bestromt, wenn ich diesen Bügel hier runter drücke. Genau, wenn ich ihn hoch und runter lasse, unterbricht es. Das heißt, Bügel runterdrücken ist Board bestromt, also ist jetzt auch nicht die 24 Volt angeschlossen, sondern ich versorge es über das Thema hier, über diese Federkontakte. Das ist eben auch meine Flashstation, um die Mikrocontroller programmieren zu können. So, mal ganz grundsätzlich zur Erklärung. Hier oben sind LEDs. Das ist im Prinzip das Eingangssignal, das von eurer Steuerung kommen würde. Und die zwei LEDs sind immer passend zu dem Endschalter. Das ist nämlich der Endschalter. Die zwei LEDs wären zum Beispiel die linke Seite, die Masterachse, und die zwei davon, die anderen zwei LEDs, also die zwei daneben, wären im Prinzip die Slave-Achse. Dementsprechend gibt es unten einen Taster, das heißt, das ist der Master-Taster, der gehört zu den Master-LEDs hier, also die zwei. Und das ist der Slave-Taster, der gehört zu den LEDs. So, was wir jetzt hier sehen, und das ist auch schön, dass man das jetzt stromlos sieht. Wenn das Board jetzt stromlos sein sollte und einen Defekt hat, was ich natürlich nie hoffe, dann läuft die Anlage ganz normal weiter, so wie es vorher auch hatte. Das heißt, auf dem Board werden die Signale, die von eurer von eurer Steuerung kommen, werden im Prinzip reingeschleift und werden 1:1 im Prinzip hier und hier parallel geschalten und rausgeschleift. Das heißt, ihr habt einen ganz normalen Betrieb. Auch euren Endschalter, also der Master-Endschalter hier, wird 1:1 durchgeschaltet. Das ist im Prinzip die Kontrolle für mich, wie wenn das Signal übergeben werden würde an die Steuerung. Das heißt, wenn selbst wenn das Board ausfällt, wenn ihr alles angeschlossen habt, irgendwie, keine Ahnung, der Controller abgeraucht ist oder was weiß ich, was auch immer sein sollte, habt ihr einen ganz normalen Betrieb, so wie ihr es vermutlich jetzt angeschlossen habt bei euch an eurer Steuerung. So, wenn wir jetzt den Bügel umlegen,
Das ist im Prinzip jetzt der Taster, der das Ganze aktiviert und deaktiviert, beziehungsweise die Kontrolle für euch, die LED-Kontrolle zu euch, zum Sehen, ob ihr A, wenn sie brennt, ihr in dem Gantry-Squaring-Mode seid, oder wenn sie aus seid, ihr im ganz normalen Betrieb seid. Das heißt, Endschalter erreichen und erkannt. Der zweite Endschalter wird nur von meiner Steuerung eingelesen, der wird nicht ausgegeben. So, aber jetzt gehen wir mal, bestromen wir mal. Wie ihr jetzt seht, ist nach dem Bestromen sofort mein Board im Gantry Squaring Mode, also im Homing Mode. Und wenn ich es nicht möchte, müsste ich es ausschalten. Aber ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, Maso fordert es zum Beispiel auch, wackel ich hier rum, ich muss bei jedem Bestromen meines Boards oder meiner Steuerung in Homing fahren, also da zwingt mich Maso dazu, so wie viele andere Steuerungen auch, einfach um auch sagen zu können, wo befinde ich mich im Maschinenkoordinatensystem. Dann befinden wir uns hier schon automatisch im Homing-Modus, also im Gantry Squaring-Mode. Ich bestrome es nochmal, das heißt, in dem Moment, wo ihr bestromt, seid ihr sofort im Homing-Modus. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr sagt, hey, ich will, dass dieses Homing nur durchgeführt wird, wenn ich das möchte, dann könnt ihr natürlich auch hergehen. Ihr drückt die Taste vor dem Bestrom, also vor dem Anschalten eures Hauptschalters. Ihr seht das Blinken und ab sofort, wenn ihr die Anlage bestromt, bleibt sie aus. Das heißt, wenn ihr jetzt in diesem Zustand nach dem Bestromen aus sagt, ich möchte dieses Gantry Squaring nur ausführen, wirklich, wenn ich es aktiv betätige, die Taste leuchtet, dann geht es auch nur dann. Ihr könnt auch jederzeit über die Taste des Homing wieder abbrechen. Wichtig ist, Homing heißt aber nicht, dass euer Board dann, dass die Anlage dann losläuft, sondern wir laufen nur los, wenn uns Astelcam oder eure Steuerung sagt, lauf jetzt Richtung Homing. Weil ich weiß ja nicht, in welcher Schrittzahl. Welche Mikro-Steppings habt ihr eingestellt, wie schnell soll ich mich bewegen und so weiter, das weiß ich ja nicht. Das heißt, ich mache nur das, letztendlich, was mir eure Steuerung sagt. Ich persönlich, wie gesagt, jetzt draufbleiben und bestromen, wenn wir es jetzt so machen, wenn es jetzt aus war, sehen wir, brennt die Kontrolle. Das heißt, ab jetzt ist es wieder so, wenn das Board das erstmalige bestromt wird, dann geht die Kontrolle an und ihr seid sofort in diesem Homing-Modus. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sieht man, das ist jetzt nur kurz, dass das Signal nicht durchgesteift wird. So, ich versuche jetzt in der Ecke die Bilder von vorhin einzublenden. Ich rutsche mal hier so ein bisschen zur Seite, dass ich hier in der Ecke Platz dafür habe. Wenn ihr die Anlage bestromt, brennt jetzt die Kontrolle. Das heißt, wie gesagt, ich bin im Homing-Modus. Das bin ich jetzt für 10 Minuten. Mein Board hält jetzt 10 Minuten lang die Homing-Position. Ich lasse jetzt die Zeit nicht laufen, sonst fällt mir der Finger ab. Und nach 10 Minuten schaltet sich das wieder aus und ist halt ganz normal im Betrieb. Wenn ihr im Homing-Modus fahrt, dann läuft jetzt eure Anlage, das Bild zeigt es Richtung Endschalter. Der erste Endschalter wird erreicht. Und ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, weil ich habe nur 6 Sekunden. Der erste Endschalter wird erreicht, die Lichter, der erste Motor bleibt stehen. Dann erreicht der zweite Endschalter sein Signal, die Motoren bleiben stehen. Und dann wird ihr sehen, geht es relativ zügig, macht es klack, klack. Dann wird nämlich, wenn beide ihren Endschalter erreicht haben, dann werden beide Motoren wieder auf aktiv gesetzt und ich gebe im Prinzip Astelcam die Rückmeldung, Achtung, wir sind gehomed. Das heißt, der Master erreicht, das ist das Bild von gerade, der Slave erreicht. So, und ab jetzt befinde ich mich ganz normal im Betrieb. Das heißt, wenn jetzt Master wieder rückwärts fährt, würde der Endschalter getrennt werden. Wenn jetzt Master sagt, es muss nochmal an den Endschalter fahren, dann kann es das machen, ich schleife das Signal ganz normal durch und auch eure Signale werden einfach nur durchgeschleift. Das war es eigentlich schon. Eine Besonderheit gibt es noch, wenn jetzt, und es ist egal welcher, kann jetzt auch der zuerst sein, wenn einer der beiden Endschalter beim Homing die Endlage erreicht hat, habt ihr 6 Sekunden Zeit, wenn es gerade genau passiert, 6 Sekunden Zeit, um mit dem zweiten Endschalter den Endanschlag zu erreichen. Wenn er das nicht tut, dann unterbrecht die Anlage da. Wir lesen auch in Astelcam im Normalbetrieb, die Kontrolle ist aus, nur den Master-Endschalter ein. Das heißt, der Slave-Endschalter wird nur von meiner Steuerung bewacht. Wie gesagt nochmal zur Erklärung, verwendet werden darf nur ein NPN-Endschalter, also induktiver oder kapazitiver, das heißt, der das Signal gegen Masse schaltet, oder eben ein Taster, der das Signal gegen Masse schaltet. Das war eigentlich schon das ganze Hexenwerk. An den 6 Sekunden könnt ihr nichts einstellen. Wenn ihr da irgendwas Gesondertes braucht, weil eure Anlage so langsam ist oder der Versatz so groß sein könnte, könnt ihr euch gerne bei mir melden, da kann man was machen. Ich kann nochmal ein Board auch anders flashen, umprogrammieren und umschreiben, die Software. Das wäre jetzt ein Thema, aber ich denke mit 6 Sekunden, das wird man ausreichend Zeit haben.
um das Board zu homen. Das war es hier an der Stelle. Ich hoffe, die Funktionsweise ist klar, auch die Funktionen, die dahinter stehen. Ich würde jetzt ins CAD wechseln, beziehungsweise, Entschuldigung, in PowerPoint wechseln und würde euch mal zeigen, wie das Ganze verkabelt wird. Bis gleich. So, fangen wir mal ganz vorne an. Das ist das Board. Das heißt, hier ein Step Direction In ist das, was von eurer Steuerung später kommt. Das sehen wir nachher beim Verkabeln. Und dann habt ihr eben dieses Master Slave, wo einmal das Step Direction für euren Schrittmotor in Stufe ist und einmal das Thema Endschalter. Das heißt, wenn ihr einen 24 Volt Endschalter habt, NPN Endschalter, dann könnt ihr den hier direkt anschließen. In steht für das Signal vom Endschalter selber. Und beim Master, wie gesagt, fahren wir ja raus zur Steuerung wieder, damit natürlich auch die Steuerung mitbekommt, dass wir den Endschalter erreicht haben. Ground spricht für sich. Das gleiche immer nochmal als Slave. Das heißt, wir haben unser Step Direction Signal für die Schrittmotorendstufen oder Treiberendstufen und eben auch hier die 24 Volt plus und Ground, beziehungsweise nur das In-Signal, das ich einlese. Unten Spannungsversorgung der Tasche, der gegen Masse geschaltet wird, und die LED, die ohne Vorwiderstand betreibt. Wichtig ist, Master und Slave, achtet auch drauf, wenn ihr so Portal habt, die Achsfräse habt, dann ist im Prinzip wichtig, dass Schrittmotor und Endschalter eben auf diesem besagten Master oder Slave laufen und dass die wirklich zueinander passen. Also was ihr nicht machen dürft, ist, dass der gehen wir mal zurück, hier auf Master, auf Master Schrittmotor den Slave Endschalter habt oder andersrum, weil das funktioniert nicht. Das, ich denke, das erklärt sich für sich. Zur Verkabelung selber, wie gesagt, das ist das Board, ich habe ja die Signale soweit erklärt. Wir fangen damit an, dass wir die Spannungsversorgung anschließen, also die 24 Volt Plus und Minus. Könnt ihr von eurem Netzteil weggehen. Gleichspannung, DC, 24 Volt. Fahren dann zur LED. Die LED schließt im Prinzip hier an. LED Plus raus, durch die LED durch zu Ground. Kein Vorwiderstand nötig, also könnt ihr eine normale 5mm LED direkt anschließen. Achtet bitte darauf, es gibt ja zwei Sachen zu beachten bei einer LED. Entweder das lange Füßchen ist Plus oder wenn ihr euch den LED-Kopf anschaut, ist eine Seite abgeflacht, das ist die Minusseite. Das heißt, ihr seht sie hier schön dort stehen. Das heißt, LED Plus wäre hier und Ground, die Minus wäre im Prinzip hier, damit geht es wieder zurück. Ja. Der Endschalter selber ist recht unspartanisch. Der Endschalter ist ein ganz normaler Taster. Ne, Endschalter, Entschuldigung, natürlich falsch. Der Taster, die Betätigungstasche, die ihr unten links in meiner Steuerung gesehen habt, ist im Prinzip hier und wird einfach nur hier gegen Masse geschaltet. Nehmt bitte einen Taster, der im Normalzustand, also im unbetätigten Zustand offen ist, also einen Schließertaster, und im betätigten Zustand schließt. So viel dazu. Kommen wir zum Anschluss der Schrittmotoren. Wir fangen natürlich erstmal an. Es gibt ein Pull. Pull ist im Prinzip der Step. Bei mir heißt es einfach Step, weil das bei mir schon immer Step heißt, aber Pull ist der Step. Direction spricht für sich. Direction ist Direction. Die haben natürlich aber auch noch ein Massesignal dazu. Das heißt, ihr fangt erstmal damit an. Das habt ihr bestimmt heute auch schon. Ihr schließt erstmal die Masse für das Step- oder Pull-Signal an, also Pull-Minus an beide. Das schließt einfach nur hier an einem Anschlagpunkt doppelt an. Ihr könnt auch von hier mit zwei Leitungen weggehen, wenn es der Querschnitt zulässt. Und das gleiche machen wir mit Direction. Das ist schon mal der Grundsatz. Dann kommt, und es werden immer mehr Leitungen, das eigentliche Signal aus der Steuerung raus zu meinem Board. Das heißt, ich habe versucht, auch farblich einzuhalten. Pull ist der Step und Direction ist Direction. Das ist im Prinzip das In-Signal. Das ist auch später das euren Endstufen, egal in welchem Zustand wir hier sind, ob im Normalbetrieb oder eben in diesem Gantry Squaring Homing Mode, das Signal weiterleitet. Und was dann kommt, ist klar, wir gehen hier, das ist im Prinzip ja der Masterpart, den wir vorhin gesehen haben, raus mit dem Step-Signal an Pull oder an Step, je nachdem wie so eine Endstufe dort steht. Das gleiche machen wir für die Slave-Achse und eben auch für das Direction-Signal. Genau. Wenn jetzt die Steuerung stromlos habt, was ich vorhin gezeigt habe, passiert eigentlich nur eins, dass im Prinzip das Direction-Signal einmal hier hingeschleift wird und einmal hier hingeschleift wird und das Step-Signal einmal hier hingeschleift wird, beziehungsweise einmal hier. Im stromlosen Zustand liegt zwischen hier und hier das gleiche an. Im Prinzip ein großer
Verbindungspunkt, Schweißpunkt und das gleiche für Direction. Das wäre das. Der nächste Schritt ist, sind die Endschalter, die anzuschließen. Das heißt, wir gehen natürlich bei Estelcamp zum Beispiel, die wollen einen NPN. Geht man her und schließt irgendeinen irgendeinen Eingang raus und stellt im Prinzip in Estelcamp nur ein, was an diesem Eingang E1 angeschlossen ist. Das heißt, ihr fahrt in der Mitte von E1 weg zum Out des Masters. Das heißt, der Endschalter, der hier dran sitzt, geht dann das End des Masters. Raus, Out, im Prinzip rein in die Steuerung. Dann geht es weiter. Man schließt natürlich erstmal die plus minus 24 Volt. Ich verwende M12 an meiner Anlage, M12 Induktivsensoren, die eben mit 24 Volt laufen. Und spiele dann das Signal, das eigentliche Signal, in die Steuerung rein. Auch hier im Stromlosen oder im Normalbetrieb ist es einfach nur eine Brücke, wie wenn das hier verbunden wäre. Das gleiche machen wir natürlich auch für den Slave-Endschalter. Das heißt, plus und minus anschließen dafür 24 Volt. Die gibt es aber auch mit einer für 8er-Loch. Nur für 12 mm wie bei mir. Und eben das Signal. Wichtig ist, dass dieses Signal nur von meinem Controller eingelesen wird. Wichtig ist nur, und ich habe es vorhin auch nochmal angedeutet, achtet darauf, dass das, was Master ist, wirklich auch gemeinsam auf einer Seite der Anlage steht und das, was Slave ist, auch gemeinsam auf einer Seite der Anlage steht. Dass der Motor wirklich auch zum Endschalter passt. Überprüft es. Aufbauten von Kundenanlagen haben gezeigt, dass das nicht immer passt. Das ist so, war bei mir auch schon so passiert. Und das ist anschlusstechnisch eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Wir sehen uns gleich nochmal in live. Wenn ihr jetzt Interesse an so einem Board habt, dann geht auf meine neue Homepage, seogeo.de. Da könnt ihr das bestellen. Vorausgesetzt, meine Bestände sind geflasht, aber das wird jetzt dann passieren. Das heißt, da könnt ihr sie bestellen, weil ich brauche das Video, um die Anleitung fertig zu machen. Könnt ihr sie bestellen und einbauen. Viel Spaß dabei. Ihr schon eins wichtig, ihr habt alle Informationen, die ihr eigentlich benötigt, hier auf der Seite, beziehungsweise auf der Homepage wird es die Anleitung geben zum Runterladen und Ding. Was ich nicht möchte, und das hat nichts mit Verpackung zu tun, mir geht es hier einfach um die Umweltgeschichte. Was ich einfach nicht möchte, ist jetzt hier irgendeine Anleitung auszudrucken und sie beizulegen. Wenn ihr jemand seid, der es in Papierform will, druckt sie euch selber aus. Ich will da auch nicht Geld sparen, sondern ich finde es nur unnötig. Ich sehe es bei mir selber, ich kriege eine Anleitung, gucke es mal einmal an. Das könnte ich genauso digital an Pfeffersäß-Eggern und schmeiße weg. Dem Regenwald kommt es hoffentlich zugute. Ansonsten viel Spaß dabei. Wie gesagt, bestellbar bei seogeo.de. Viel Spaß dabei. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte gern unten. Ich versuche sie zu beantworten. Wenn ich sehe, dass es zu viel Fragen wird, mache ich nochmal ein Video in Teil 2 und erkläre, wie das Gantry Squaring Board funktioniert. Ansonsten, alle, die bis jetzt bei mir bestellt haben, vielen Dank für euer Vertrauen und viel Spaß dabei. Danke. Ciao.